Kopfgeld Wellenskipper. Da muss ich zu Wakayo. Ist er hier in der Messing? Ich kann zu Wakayo und der Messing-Zitadelle in Nekataka zurückkehren. Mhm. Eine Frage des Imports. Hasanui Karua hat einen Auftrag für mich. Ihr Büro befindet sich auf der Hauptebene des Kaiserlichen Kommandos. Jo. Was ist eigentlich mit der Quest von den Valianern, die Dreckwäsche? Ah, da soll ich wieder Palegina mitnehmen. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Das ist Seraphim bei Krummsporn und bei der verrückten Morena. Mhm. Clear skies. Sonst ist hier unten niemand gewesen. Mit dir kann ich reden. Hi, Miko. It is good to see you. It has been several years, no? Versano. Wer war Versano nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Sei gegrüßt, Zierreisende. Die Schneestürme. Warum sitzt da eine rautanische Wache in der Zelle? Mein Kopf. Ah. Verlassen, Küche, Kaserne. Weil ich jetzt echt gerade nicht mehr weiß, wo der Typ ist, bei dem ich Kopfgeldquests angenommen habe. Ob er hier in der Zitadelle war oder ob ich... Agrasima for protecting me from the Dominals. Oh, der ist aus Trutzbucht. Das war wahrscheinlich der Typ, dem ich gesagt habe, er soll verschwinden, weil ihm sonst die Dominals auf die Pelle rücken würden. Und ja, Alof sieht sich richtig schräg aus mit dem Helm auf. Ich sollte ihn ausblenden. Ganz ehrlich. Du nicht, gell? Nein, sie ist nur irgendeine. Da kann ich mit dem Obermufti reden. Da kann ich raus zur Messing-Zitadelle. Da ist der Trainingsraum. Da ist auch nichts. Gut. Dann reden wir erstmal mit dem Obermufti. Azura tells me you tamed the storms of Pococohara. Azura hat mir gesagt, dass du die Stürme von Pococohara gezähmt hättest. Während sie dich mit neu gewonnenem Interesse ansieht, kratzt sie sich ihr Kinn mit dem Hals ihrer Pfeife. Makes a person wonder, what kind of secrets lie in Andras Mordor. Da kann man sich schon wundern, was für Geheimnisse in Andras Mörser wohl verborgen sein mögen. Sie nimmt einen nachdenklichen Zug aus ihrer Pfeife. Warum sagst du das? Da bleibe ich lieber in der warmen Stube. Das würde ich nur zu gern herausfinden. Ja, Seraphim und Xoti freut das, weil wir weltgewandt sind. So habe ich mir das. Sie klopft dir auf den Rücken. Ihre hölzerne Hand klatscht gegen deine Schulter. Rautai's storms have made us who we are as a nation. Hardy, driven, inventive. Rautai's Stürme haben uns zu dem gemacht, was wir heute als Nation sind. Zäh, energetisch, erfindungsreich. But they've also held us back. Forced our people to seek resources and livelihoods far from our homes and families. Aber sie haben uns auch zurückgehalten, haben unser Volk gezwungen, weiter von unserer Heimat und unseren Familien Ressourcen zu suchen und sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Imagine how much more we could achieve if we could control those storms. Stell dir vor, wie viel mehr wir erreichen können, wenn wir diese Stürme steuern können. Ihre leuchtenden Augen warten auf eine Reaktion deinerseits. Glaubst du, dass etwas in Andras Mörser dir dabei helfen wird? Ein erhebendes und würdiges Ziel. Es wird einfacher sein, mit ihnen zu
leben. Ja, das ist jetzt ein bisschen zweideutig. Ich meinte damit, wenn wir sie kontrollieren können, wird es einfacher sein. Oder es ist einfach einfacher, mit ihnen zu leben. Ja, fragen wir mal direkt. Glaubst du, in Andras Mörser gibt's was, was dir helfen wird? Why not? Warum nicht? The storms there cannot be natural. Not when they are so ferocious, so constant. Die Stürme dort können nicht natürlichen Ursprungs sein. Sie sind zu heftig, zu unnachgiebig. Sie zeigt zum Fenster. Eine dünne Rauchschwade folgt ihrer Geste. And your exploits at Poco Kahara suggest that something else may be behind them. Und deine Taten auf Poco Kahara lassen vermuten, dass noch etwas anderes dahinter steckt. But enough of that for now. Aber für sehr, sehr genug davon. Sie wedelt den Rauch zwischen euch weg. Azura sagte, dass du meine Hilfe brauchst. Das ist eine Untertreibung. Sie klopft die Kammer ihrer Pfeife gegen ihre Holzhand. The trouble in Hasango forced us to send additional ships back to Rawatai to make up for shortfalls. Der Ärger in Hasango hat uns dazu gezwungen, zusätzliche Schiffe nach Rawatai zurückzuschicken, um die Ausfälle auszugleichen. And storms at home have delayed another portion of our fleet. This leaves us short-handed here. Und Stürme bei uns in der Heimat halten einen weiteren Teil unserer Flotte auf. Damit sind wir ein wenig unterbesetzt. Missfallen lässt sie ihre Lippen spitzen. Was genau also möchtest du von mir? Ich habe eine erstklassige Besatzung und ein Schiff, das mit allem und jedem da draußen aufnehmen kann. Wenn dies das ist, was du unterbesetzt nennst, möchte ich gerne mal sehen, was du unter voller Kapazität verstehst. Prallen wir mal ein bisschen und geben an mit der 2, also dass ich eine erstklassige Besatzung und ein Schiff habe. No, ich hege keinerlei Zweifel. Collect a special shipment for delivery to our port at Sayuka. Wir müssen eine spezielle Schiffsladung abholen und zu unserem Hafen in Sayuka liefern. We've contracted with a captain named Widler. Wir haben einen Vertrag mit einem weiblichen Kapitän namens Widler abgeschlossen. Ein Funken Widerwillen gleitet über ihr Gesicht. Complete the trade and take the cargo to Sayuka. Fleetmaster Okaya is overseeing the development of some special projects there. Triff sie, schließe das Geschäft ab und bring die Ladung nach Sakuya. Flottmeister Okaya überwacht dort die Entwicklung einiger speziellen Projekte. Sie zieht nachdenklich an ihrer Pfeife, während sie dich ansieht und scheinbar überlegt sie, was sie dir sagen soll. She is one of the brightest minds in Rawatai, and it shows. You two will get along. Sie ist eine der hellsten Köpfe in Rawatai und das sieht man. Ihr zwei werdet euch gut verstehen. Ihre Erheiterung drückt sie im minimalsten Hochziehen der Augenbrauen aus. Most of her work is or should be under wraps for now. But perhaps she can give you a taste of what we have to offer. Der Großteil ihrer Arbeit wird vorerst unter Verschluss gehalten oder sollte es werden, aber vielleicht kann sie dir einen Vorgeschmack darauf geben, was wir zu bieten haben. Was ist in dieser Ladung? It'll be easier for Okaya to explain. Okaya kann das besser erklären. Sie bläst eine dicke Rauchwolke zwischen euch beide. Sie lässt ihren Blick nicht von dir ab, doch der Effekt ist fast derselbe. Wilda und ihre Mannschaft, wer sind sie? Gute Seemänner mit einem schnellen Schiff und ohne Interesse an Fragen. Sie kaut ein wenig fester auf dem Mundstück ihrer Pfeife. Wilda be flying Princhbeak colors. On occasions she ain't flying force. One of the young bloods. Wilda segelt unter der Prinzipi-Flagge, wenn sie nicht gerade unter falscher Flagge segelt. Eine der jungen Wilden. Along with half the population of this storm-tossed archipelago. Zusammen mit der Hälfte der Bevölkerung dieses sturmgepeitschten Archipels. Sie schüttelt den Kopf. I understand you're cozy with the Principi. I've got no love for pirates, but that connection may serve you well here. Ich habe gehört, dass du eng mit dem Principi bist. Ich liebe die Piraten nicht, aber diese Verbindung kann dir hier zugutekommen. Warum schickst du nicht einfach Wilders Mannschaft nach Sakuya? Ihr Lachen klingt wie ein Grunzen. Let's just say, I'm not keen to invite them to a port where we're developing experimental technologies. Sagen wir mal, dass ich nicht sonderlich darauf aus bin, sie an einem Hafen einzuladen, an dem wir experimentelle Technologien entwickeln. Sie sind also Schmuggler, hä? Population of this storm. I understand you're cozy with the Principi. Ja. I've got no love for pirates. But that connection may serve you well here. Wenn es wichtig ist, komme ich damit klar. Was kommt als nächstes? Widler agreed to meet our courier out at sea, away from the heaviest traffic. Wilder hat sich damit einverstanden erklärt, unseren Kurier auf See zu treffen, fernab des dichtesten Verkehrs. Sie weist auf ihre Karte hin zum offenen Meer westlich von Nekataka. This is her payment. We've already negotiated with her. Das ist ihre Bezahlung. Wir haben bereits mit ihr verhandelt. Sie gibt dir eine Geldbörse. Du hast 1000 Kupfer erhalten. Fleetmaster Okaya will see to your compensation once you arrive with the cargo.
Flottenmeister Okaya wird sich um deine Entlohnung kümmern, sobald du mit der Ladung eintriffst. Sie mustert dich. This is the kind of job that's best completed quickly and quietly. I'm counting on your famous discretion. Dies ist die Art von Arbeit, die am besten schnell und leise abgeschlossen wird. Ich sehe auf deine berühmte Diskretion. Clear skies. Klare Himmel, Hagrim. Lass mich etwas anderes fragen. Ja, leb wohl. Gut, damit hätten wir das auch geklärt. Dann würde ich sagen, nehme ich mir noch die 2-3 Minuten, um mit dem Kopfgeldjäger zu sprechen, wenn ich ihn so schnell wie möglich finde. Der sollte ja nicht so schwer auffindbar sein. Bist du das nicht zufällig schon? All this trouble over a tablet of... Nee, das war die mit dem... Will your mighty fortress protect you from the Audra Colossus? Much better than wooden huts, my friend. You cannot stand against such a force. You can only flee it. Was ist mit dir? Willst du dich uns jetzt anschließen? My hands are feeling better. It's my pride that's still sore. Meinen Händen geht es besser, es ist mein Stolz, der immer noch wohnt. Sie stiert ihre verbrannten Hände an. Ich bin immer auf der Suche. Der Abgebot abwägen sieht sich von oben bis unten an. Don't take this the wrong way, but I only crew with captains I know. I'm sure you're capable. But I don't know enough about you. Yet. Die Augenbrauen schnell und hoffnungsvoll suggerieren nach oben. Let's talk again when you... Wenn du dir einen Namen gemacht hast. Okay. Sind da Reparaturvorräte noch drin? Ja. Wie heißt nochmal der Typ, den ich jetzt suchen soll? Ja, Wilder an der verabredeten Stelle auf hoher See treffen. Asanui Karu hat mich gebeten, eine wichtige Lieferung abzuholen und sie zur Insel Sakuya zu liefern. Asanui Karu hat einen Auftrag für mich. Ihr Büro befindet sich auf der Hauptebene des Kaiserlichen Kommandos in der Messing-Zitadelle. Wilder und ihre Besatzung warten an einem verabredeten Ort, westlich von Nekataka. Ich soll sie dort treffen und die Fracht entgegennehmen. Das hilft mir allerdings nicht. Ich wollte nach dem Kopfgeldauftrag gucken. Wakayo. Und ich bin ja gerade eigentlich in der Messing-Zitadelle, ja. Dann stelle ich mal auf Speed, dass wir ihn schneller finden. Da ist eine aufgegebene Katze, sofort mitnehmen. Kaiux. Gesundheit wiederhergestellt pro Tötung und plus 10% vorwärts kommen. Okay. Aber ganz ehrlich, ich finde Wakayo nicht. Forth to victory, Ravatai! Triumph over your foes! Storm shall never bend your backs! Nor battle break. Where are the walls? The artillery? The Juana have a paradise. Yet they do not protect it. Und hier unten ist er auch nicht. Zur Hölle ist der Typ. Was ist eigentlich mit dir? Achso, das war die Händlerin. Oder war der in der Offizierslounge? Werfen wir einen Blick noch da rein. Auch wenn ich schon viel am Überziehen bin eigentlich. Aber das ist ja kein Problem. What brought you to the Royal Deadfire Company? Watch your step around the head. Can I help you with something? You're a ja, ich würde gerne was bestellen. Nur leider hat er auch nicht wirklich was.
looking for another contract. And I'd be ready to return to the Rough Country. Well, if things go the way the Hazanui... Nee, ich finde ihn nicht. Das ist toll. War er vielleicht doch in der Messing-Zitadelle? Adair, I get the feeling you don't like me much. Was it something I said? I think it was something I said. No, it's not... you're not doing anything wrong, exactly. Really? I mean, you tell me if you had a problem, right? If I'd bothered you this whole time? It's nothing personal. I just don't think we need to be talking, is all. Oh. Well, thanks for clearing that up. Okay, die beiden haben ein ernstes Gespräch. Also, Xoti fragt, Idea, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, du kannst mich nicht leiden. Liegt es etwas, was ich gesagt habe? Ja, ich glaube, es war etwas, was ich gesagt habe. Nein, es ist nicht... genau genommen machst du eigentlich nichts falsch. Wirklich? Ich meine, du würdest es mir doch sagen, wenn du ein Problem mit mir hättest, oder? Wenn ich dir die ganze Zeit auf die Nerven gegangen wäre. Es ist nichts Persönliches. Ich finde einfach nur, wir müssen nicht miteinander reden. Das ist alles. Oh, nun danke, dass du das klargestellt hast. Gut, okay. Ich werde den in der nächsten Folge weitersuchen. Den Typen. Weil wir überziehen schon zu lange. LP040. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.